begrüße euch zurück für den letzten Block des ersten Spieltages der dritten Bundesliga, der DPL, im schönen Garzau auf dem Action Sports Paintballfeld. An der Stelle nochmal ganz kurz, 5.5. Vatertag, 8.5. Muttertag. Denkt an eure Eltern, besorgt ihnen eine kleine Aufmerksamkeit und für alle Herren in der Runde an Vatertag einfach mal hier vorbeischauen. Hier ist Vatertag-Special. Nett Paintball spielen, ein bisschen Freibier genießen, einen schönen Tag haben und ein bisschen die Puppen tanzen lassen. Das erste Spiel im letzten Block werden bestreiten Wob und die Fördergeier. Die Fördergeier starten von links, Wob von rechts. Ja, und dann werden wir mal schauen, was hier die letzten Spiele so mit sich bringen. Noch irgendwelche Überraschungen. Ja. Sekunden wurden gerade angezählt. Ten seconds, die Infield Marshals legen sich wieder hin, die Markierer werden an die Base gedrückt und los geht's! Letzter Block! So! Die Fördergeier, Pfeife live, Bob, Pfeife live. Fördergeier im T-Pack Corner in den Tempeln. Bei Bob wird der Snake-Spieler gecheckt in der Snake 1 und er wird clean gecallt. Tempel ist besetzt. Tja. Wir werden sehen, was da kommt. Fördergeier in der Snake 1, genauso wie Bob. Eigentlich stehen die Jungs fast gespiegelt. Bob moved jetzt nach vorne, in die große Tonne, in die Snake 2. Fördergeier immer noch in der Snake 1. Matti sitzt im kleinen W. Ja, da hat es den Fördergeier leider erwischt und da fällt ein G bei Wob. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen kühler. Ich kann nicht sehen, dass jemand im großen W ist. Ich glaube, das wird aktuell nicht gespielt. Hier auf der Fördergeier-Seite fällt schon wieder ein Spieler ab. Ich sehe noch zwei. Beide Tempel. Nur noch ein Tempel. Ein Spieler hat anscheinend einen Treffer an der Maske, an der Seite kassiert. Oh, ich höre lautes von der T-Pack-Seite. Jetzt rennt ein Rider-Spieler durch und Matti nimmt ihn mit. Er erwischt aber auch Matti und da kam das Towel, was bedeutet, dass Wob hier mit 1-0 in Führung geht. Die zweite Begegnung in diesem Block, die zweite Paarung, besteht aus Berlin Damage und den Herford Mohawks. Die Mohawks starten von links, Damage von rechts. Ich würde Damage wirklich, wirklich gönnen, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden. Den Mohawks allerdings auch. Ich halte mich da zurück mit meinem Tipp. Wir werden sehen, was kommt. Es geht los. Mohawks, Snake 1, T-Pack Corner, das Mini-W, den Center und den Tempel. Bei Damage sehe ich niemanden in der Snake. Allerdings ist der Tempel besetzt, auch keinen im W.
Winnipeg werden gespielt. Der erste Damage-Spieler geht, das scheint unser Fabi zu sein, der es da nicht geschafft hat. Mohawks jetzt vor. Marcel könnte. Das könnte Marcel im großen W sein mit der Nummer 80. Da springt er ein bisschen durch die Gegend, um oben rüberschauen zu können. Sieht sehr lustig aus, ich muss es zugeben. G2 bei Damage. Damit sind die Mohawks in der Überzahl. Tippi 1 bei Damage. Die Mohawks immer noch in der Snake 1, im Tempel, im T-Pack Corner, im Mini-W. Jetzt geht er vor ins T-Pack 2. G3 bei Damage. Das läuft nicht rund für die Jungs. Wenn die Mohawks jetzt fix machen, dann machen die den Sack zu. Und schießen den ersten Punkt für sich in dieser Partie. Das ist der erste Mohawk-Spieler auf Damage-Seite in den Trees. Und auf der anderen Seite vom großen W ist jetzt auch ein Mohawk-Spieler auf dem Weg. Jetzt geht er vor, nimmt er wen mit, wird selber outgecallt, nimmt aber auf alle Fälle einen Spieler mit. G5 bei Damage. Towel? Ja, Punkt Mohawks, Towel. 1:0 für die Herforder. Letzter Block für heute. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, morgen wird der Regio-Spieltag übertragen. Der Junior wird für euch da sein. Also schaltet morgen wieder ein, macht euch einen schönen Sonntag auf der Couch. Wir widmen uns wieder den Fördergeiern und Wop. Wop diesmal von links. Wop geht wieder in beide Tempel, ins Mini-W, in die T-Pack Corner, in. Oh, da geht's vor den größeren Dorito, in den größeren Cake. Die Geier sind im Tempel, keiner in der Snake. Center wurde gespielt, der hat allerdings eben gerade weggemoved ins kleine W und ist nicht sauber angekommen, G1 bei den Fördergeiern. Die United-Jungs in Blau haben jetzt einen Spieler im großen W. Fördergeier sind in dem Dorito Corner. Fördergeier verlieren schon wieder einen G. Die United Jungs, also WOP, sind immer noch zu viert. Bei den Geiern G3, die sind noch zu fünft. Oh mein Gott, da sind noch alle alive. Das heißt, eigentlich könnten die das Ding jetzt schon ritzen. Es sind nur noch zwei von den Geiern da. Also wenn sie es jetzt nicht versaubeuteln, dann haben sie ihren zweiten Punkt in der Tasche. Hat der Spieler von WOP, der über die T-Pack-Seite nochmal gegangen ist, gute Arbeit geleistet. Es wurde getowelt. WOP macht den zweiten Punkt. Herford Mohawks, Berlin Damage. Die Damage-Jungs jetzt von links. Und go. T-Pack 2, beide Tempel, Center, Mini-W, Mohawks im T-Pack 1, im Center,
in der Snake 1. Der erste verlässt schon wieder das Feld. G1 auf Mohawks Seite. Damage 5 alive. Ich mutmaße allerdings. Nee, wir werden sehen, ob das so bleibt. Die Damage-Jungs halten sich jetzt vornehmlich zurück. Nehmen dadurch auch ein bisschen Geschwindigkeit aus dem Spiel. Da hätte es jetzt den Tipi-Spieler von Damage fast erwischt. Es sind aber noch alle alive. Bis auf der eine Mohawk-Spieler, der bisher gegangen ist, G1, sind alle alive. Daniel Teichner geht jetzt bei Damage in die Snake 1. So, Damage geht jetzt vor ins T-Pack 4 auf Herford Mohawks Seite, G2, Snake 2 und er ist angekommen. Ich glaube, der Mohawk-Spieler ist sich gerade nicht so sicher, was er machen soll, da er von überall viel Druck bekommt. Damage hat jetzt zwei Spieler auf der T-Pack-Seite. Chris von Damage ist jetzt in eine der Tonnen gewandert. Da geht schon wieder ein Mohawk-Spieler vom Feld. Towel? Towel. Towel. Mohawks haben das Towel geworfen, das heißt Damage gleich durch das Towel zum 1:1 aus. Seconds. Geier gegen Wop. Geier von links und es geht los. Die Geier verlieren direkt ihren T-Pack-Läufer, der in die Corner sollte. Dafür geht Matti direkt ins T-Pack 2. Wop ist schon im großen W. Verliert allerdings auch den ersten Spieler. Das heißt auf beiden Seiten G1, G2. Du Heiland. Sieht der aus. Da ist er direkt in die Line gelaufen. Geier also nur noch zu dritt. Und gehen jetzt auch vor ins große W und sind in der Snake 3. Rein in Snake 3 gegangen. Der Tempelspieler hinten von den Geiern hat jetzt Lack bekommen. Fliegt also auch ab. Und der Snake-Spieler hat auch ordentlich Farbe bekommen. Das heißt, die Nummer 73 von den Fördergeiern ist im großen W jetzt alleine. Und muss das Ding wuppen. Tja, wir werden sehen, was er daraus jetzt macht. Er bleibt in seinem großen W, ist für den Anfang, denke ich, nicht das Schlechteste, was er da macht. Er hält auf die T-Pack-Seite von Wop. Wop kann zum 3:0 ausbauen oder die Fördergeier können zum 2:1 aufholen. Wir warten mal ab, was die Situation hier bringt. Der Fördergeier-Spieler macht es ganz richtig. Er versucht sich da hinter dem W dennoch einen Überblick zu verschaffen und schaut, wo er sich bewegen kann. Er darf es nur nicht übertreiben, weil sonst bekommt er eventuell ungünstig eins übergeholfen und wagt sich jetzt am W vorbei im Ghetto, in den Trees.
Okay, also die Wopp-Jungs sind definitiv noch zu zweit. Die haben eine hervorragende Kommunikation, reden schön miteinander, ganz entspannt. Tja. Da haben anscheinend die Völlgeier einen Taul geworfen. Und WOP United baut zum 3:0 aus. Herford Mohawks Berlin Damage 1:1. Ten seconds. Und go. Damage ist auf der rechten Seite, die Mohawks links von mir. Der T-Pack-Spieler von den Mohawks hat sich checken lassen, ist aber clean. Sie sind im T-Pack-Corner, in der Snake 1, im Mini-W und genau, der ist gerade abgeflogen bei den Mohawks. Damage steht solide. Hat keine Verluste zu verzeichnen. Also momentan mit einem Spieler in der Überzahl gegen die Herford Mohawks. So, G1 bei Damage. Daniel scheint in der Snake 1 zu sitzen. Die Mohawks haben auch jemanden in der Snake 1. Man sieht den Lauf rausblitzen. T-Pack Corner ist besetzt, das kleine W. Der T-Pack Spieler ist raus bei den Mohawks, also G2. Damage ist auf alle Fälle noch in den T-Packs. In der Snake 2. Daniel moved nach vorne. Damage verliert den nächsten Spieler. Die Mohawks verlieren noch einen Spieler. Wir haben jetzt hier Olli von den Herford Mohawks im T-Pack 2. Und. Nein, das ist gar nicht Olli, der hier in den T-Packs war, aber. Olli. Nein, der Mohawk-Spieler hat es auch leider nicht geschafft, buzzern zu gehen, denn einer von den Sebo ist noch übrig gewesen und hat ihn rausgefischt und geht jetzt auch buzzern und holt damit den zweiten Punkt für Berlin Damage. Schön gemacht. Hat der Sebo gut gemacht. Damit gehen sie mit 2:1 in Führung. So, wir kommen nochmal zu Wopp und den Fördegeiern. Die Wopp United Jungs führen aktuell mit 3:0. Was, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bedeutet, wenn sie den nächsten Punkt machen, steht es 4:0. Und damit wäre die erste Begegnung im letzten Block für heute gelaufen. 10 Seconds laufen schon, geht also gleich los. Und ab geht's. So, Bob, links von mir, besseres Sichtfeld. Mini W, Tempel, Center, T-Pack 2. Soweit, so gut. Die Fördegeier sind im großen W, haben jemanden im Tempel, haben niemanden in der Snake, haben den ersten G verloren. Bob noch völlig unbeschadet. Die 77 von den Fördegeiern ist in der großen Tonne und geht jetzt außen, hat versucht außen in die Snake zu gehen, hat es aber glaube ich nicht geschafft. Von Bob ist einer durchgelaufen.
was zur Hölle? Da ist von WOP wirklich einer durchgestartet und ist buzzern gegangen und scheint clean zu sein und stand noch ganz unverschmitzt an der Base. Und es wurde aber noch kräftig weitergeschossen. Es hat ihn nicht erwischt. Ja, wie ihr vielleicht hören könnt, hat WOP das Ding gemacht mit 4:0. Okay, damit haben die Fördergeier das Ding leider 0 abgegeben und wir kommen zu den letzten Spielen im letzten Block der dritten Bundesliga am ersten Spieltag. Die letzten Spiele werden bestritten nur noch von den Mohawks und Berlin Damage. Da steht es aktuell 2:1 für Damage. Ich sehe Dennis, ich sehe Chris, Sebo, Daniel und Tommy. Bei den Mohawks, die stehen rechts von mir. Direkt in die Snake 1, direkt ins kleine B, so wie es aussieht. Snake-Spieler ist auf alle Fälle angekommen. Damage steht kompakt da. T-Pack 2, kein Snake-Spieler, niemand im großen B. Auch bei den Mohawks fällt das erste G1. Immer noch die Snake 1 bei den Mohawks. Damage nicht in der Snake. Ich kann nicht... Oh, da ist ein Tippi-Spieler abgeflogen. Fering hat's erwischt. Die 16 bei Damage, der T-Pack-Spieler ist raus. Tommy Thomas Schmidt besetzt nach. Herford Mohawks G3. Towel oder Time? Towel. Punkt für Damage erneut. 3:1 für Damage. Die Teams haben jetzt kurz Zeit, um sich sauber zu machen und aufzupocken. Wir warten gespannt, wie es weitergeht. Tja. Die Herford Mohawks sind schon wieder auf dem Weg zur Base. Die starten von links. Die ersten. Ja, die ersten Teams sind fertig. Man riecht es. Hier zieht gerade eine massive Deo-Wolke an mir vorbei. Junge, Junge. Damage ist auch komplett an der Base. Ten seconds. Go. Da hat bei den Mohawks eben gerade jemand einen sehr nervösen Fuß gehabt. Das hat man schön gesehen. Oh, was für ein Move von den Mohawks von der 17. Vom Schröder, der ist ja einmal querfeld eingerannt, Haken geschlagen und dann ins Mini-B zwischen den Burrito 50s. Und er ist safe angekommen, er ist clean.
Damage ist auf, Pfeife live. Ich glaube, die Mohawks, ich war gerade so geflasht, die Mohawks sind auf. Noch Pfeife live. Nein, jetzt hat es ihn leider rausgehauen, unseren Akrobaten hier. Schade, war eine schöne Nummer, hat man nicht erwartet. G2 bei Damage. Ich sehe aber auch G2 bei den Mohawks, G3 bei Damage. T-Pack 3, großes W. Nur noch die 4 bei Damage. Damit könnten die Mohawks zum 2:3 aufholen. Auf der T-Pack-Seite bei Damage muss noch jemand sitzen. Den T-Pack 50-Spieler bei den Mohawks hat es gerade rausgehauen. Jetzt, da hat es auch den letzten Mohawk rausgehauen. Das hat eben gerade wirklich ausgesehen, als ob die Mohawks das Ding gedreht haben. Und Tommy geht buzzern. Thomas Schmidt mit der 87 von Berlin Damage. Sollte der Punkt gegeben werden, würde es 4:1 für Berlin Damage stehen. Punkt Damage, 2 Minuten. Das ist die Zeit, die die Spieler haben. Also praktisch, wenn du noch eine Paarung in dem Block spielt, dann sind 2 Minuten zwischen den Punkten Zeit, um sich sauber zu machen und neu aufzupotten. Da aber selten alle Spieler erst zum Ende vom Feld kommen, ist es völlig machbar. Und die Spieler, die zuletzt vom Feld kommen, nachdem gebuzzert wurde, sind ja ohnehin sauber und brauchen im Normalfall nur ein bisschen Luft und neue Paint. Denkt nochmal dran, morgen ist Regio-Livestream mit dem Junior von den Aquafiestas. Und am 5.5. hier zum Vatertag-Special auf dem Action Sports viel draußen in Garzau mit Paintball-Action und Freibier. Damage ist schon wieder zurück auf dem Weg an die Base. Die Mohawks sind schon da. Seconds los, Damage links von mir. Fabi im T-Pack 2. Boah, da haben die Mohawks jetzt aber hier versucht, irgendwie Kamikaze-Run zu machen. Einer ist direkt durchgestartet. Hat es nicht geschafft. Zeit ist abgelaufen. Die Mohawks haben versucht, das Beste daraus zu machen. Hat nicht funktioniert. Der Runner ist eliminiert worden, hat von Damage, soweit ich gesehen habe, niemanden mitgenommen. Fabi wurde noch getroffen, aber dann ist die Zeit auch vorbei gewesen. Was bedeutet, Damage hat 5:1 gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht und der Kameramann und ich uns richtig abgesprochen haben, sind wir durch. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr uns begleitet habt durch den Tag heute. Der erste Spieltag der dritten Bundesliga ist vorbei. Es waren coole Spiele dabei, wir haben interessante Action auf dem Feld gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Spieltag wieder einschaltet.